Warum Klingeling? Guten Morgen, hi, da sind wir. Aber Klingeling. Ein Sommerregen ist im Anmarsch. Morgen ist definitiv. Kriegen wir morgen schon. Morgen ist Minezeit, würde ich sagen, aber geht das? Ich dachte, du hättest gerne einen Smoothie. Bleib gesund, Player Name Player. Danke. Ich krieg gerne so eine Nachrichten. Player Name Player. Nach 6 Tagen schon irgendetwas reif? Ja. Weizen. Der Weizen ist reif. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Kann ich aus dem Weizen? Müsste ich doch jetzt eigentlich Mehl machen können, oder? Und die Frage ist, ist es das wert? Okay, ich kann keinen Weizen einlegen. Oh, ich kann. Kann Bier machen? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich mache einfach mal Bier. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es Bier ist. Was sagen unsere Bäume? Na ja, sie werden baumelig. Kommen wir nie ran, wa? Scheiße. Sie werden baumelig, die Bäume. Baumelige Baumbäume. Bimmel, bammel, bummel. Nur du wärst nicht baumelig. Die kriegen schon Blüten. Einmal Bananen sind fertig. Wir haben zu viele Bäume. Ab und zu müssen Bäume getreten werden, damit sie wissen, wo ihr Platz ist. Danke. Bananen. Oh, Banana. Ich glaube, das RAM ist auch fertig, oder? Kann das sein? Ja. Aber wenn das RAM ist, was ist das? Also wenn das hier RAM ist, diese RAM, was bist du denn? Weil du siehst ja anders, was bist du für eine Baum? Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, was der ist. Ich weiß es nicht. Was hatten wir denn noch alles gehabt? Die sind aber auch noch nicht fertig, oder? Ich habe nämlich noch keine Zeit für Kokosnüsse, also ist gut. Die Wachtel macht bestimmt auch nur einmal alle 2 Tage, wa? Wie eine Ente. Wenn nicht sogar noch später. Deswegen müssen wir sie lieb haben, damit sie auch immer schön Eier legt. Hör auf. Dann gucken wir gleich nochmal zur Göttin. Gucken, was wir da haben, was wir abgeben können, was wir machen können, was wir tun können, was wir sagen können. Und ich hätte unglaublich gerne mal einen Trüffel. Wenn er den hier eigentlich... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was für eine Meinung ich sein soll. Kuh. Warst du nicht das eigentlich, wo ich den Namen eingegeben habe und du den Fehler gemacht hast?
Ziege. Ich arbeite mich durch. So, ich glaube, ich habe jetzt alle einmal lieb gehabt. So, aus der Ziegenmilch können wir Ziegeneis machen. Hier können wir noch Käseräder machen. Der ist ein Hudengrabscher, ist er. Ganz übler Hudengrabscher. So, Entenei, so. Göttin. Und einkaufen. Wir brauchen noch neue Samen. Deswegen laufe ich zur Göttin. Und wir müssen auch noch zum Labor gehen und... Wir gehen erst zum Labor und dann einkaufen. Ich glaube, das wäre besser, weil wir dann bessere Samen bekommen. Macht ihr diesmal anständig Yoga oder irgendwo wieder mit dem Teppich herumfliegen? Ach, leck mich fett, Mann. Das ist scheiße. Ich hasse diese Stadt. Bis auf Taco. Taco ist tot. Ist das Taco? Ich weiß gar nicht, ob das Taco ist. Und ich weiß, wir müssen ihr viel mehr Geschenke machen, aber ich habe auch nie Blumenbad dabei. Kacke. Ich weiß ja auch nicht, was sie mag. Was? Mag sie Brot? Ich meine, sie ist eine Bäckerin. Ich habe ihr schon mal geschenkt. Ne? Das ist wirklich sehr nett von dir. Danke, aber ich glaube, ich habe ihr schon mal Brot geschenkt, das sie mir geschenkt hatte. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das irgendwie schon mal so hatte. Oh, doch, aufgewertet. Mussten wir noch nicht abgeben. Schön. Wir hatten jetzt Getreide. Ja, er ist auf jeden Fall da. Ich mache jetzt einfach mal Ananas, oder? Oder das hier. So. Ich kaufe einfach ein paar Melonen. Ich hab Melonen. Melonensamen. Guck mal, Taco. Taco, Taco. Taco ist beschäftigt und kann im Moment nicht sprechen. Was? Er kann sprechen? Guck mal. Ich hab Scheiße in der Hand. Guck mal, Taube, Kacke. Guck mal. Oh, da fliegt sie nicht weg. Da prüfe ich sie gleich. Ein Wandgemälde würde sich hier gut machen. Wie? Diana. Das ist eine Aussage. Nix da. Ich weiß, dass du abhauen wolltest, aber nichts da. Oh, ein verlorenes Buch. Riesige Feldfrüchte. Ich hab dich scheinbar noch erwischt. Tigerschwein. Okay, das sagt mir jetzt tatsächlich gar nichts. Can it be? Und so. Soldatenkäfer. Das erkenne ich vom Weiten. Du leuchtest so schön. Wie ein Soldat scheinbar. So. Mal gucken. Irgendwas Neues? Nein. Regenbogen sind Koi, Silgengarn, Salzwasser. Sandläufer, eine Juckermotte, Kurzflügler. Boah. Ja, das. Okay, Frucht können wir tatsächlich nicht. Die wollen halt wirklich nur. Super gemein. Ja, die Goldbarren habe ich noch in der Tasche. Gut. Da haben wir nichts. Nein, morgen, wenn es regnet. Hoffe ich, dass ich daran denke, die Spitzhacke abzuholen und wir dann hoffentlich in die Mine gehen.
Und ist dann hoffentlich mit unserer Spitzschnecke. Okay, die ist neu. Dann gehe ich jetzt ins Museum, voraussichtlich. Ich grab mal euren Garten um, ne? Ist hoffentlich in Ordnung. Sah jetzt nicht so aus, als ob sie gestört hat. Dann gucke ich jetzt nochmal ins Museum, weil die Spitzschnecke ist wirklich, da weiß ich nicht, spitz. Oh, einen Hummer haben wir auch noch nicht abgegeben. Oh cool, gut, dass ich geguckt habe. Kriegen wir wieder ein neues Geschenk? Gut, dass ich geguckt habe. Wie sieht es eigentlich hier jetzt aus? Stadtbewertung. Nach B, ne? Das wird noch, glaube ich, ganz schön Arbeit. Das wird, glaube ich, noch ganz schön Arbeit nach B. Was denn ja auch immer wieder was anderes ändert in dieser Stadt. Ob es jetzt noch alles schon so ist, weiß ich nicht. Und ob das alles contentmäßig erst dann später kommt. Das ist alles, müssen wir uns alles überraschen lassen. So, was kann ich dir jetzt verkaufen? Eigentlich alles. Alles, was wir jetzt so hier haben, kann ich jetzt verkaufen. Alles. Guck mal, 500 für einen Goldbarren. Wir haben 26 Stück. Wir würden da einen Haufen Kohle mitmachen. Erstmal unsere Taschen wieder leeren. Geht sowieso gerade derzeit nicht mehr. Die Melonen pflanzen wir noch an. Selbstverfreilich. Mehl ist fertig. Jetzt ist natürlich die Frage, Mehl kann man ja fürs Kochen benutzen. Ist das auch geldlich was wert oder ist das wirklich nur für Kochen? Habe ich Mehl schon mal verkauft? Wir können damit ein Brot backen oder irgendwie sowas in der Art, aber jedes Mehl, jedes Ei, jedes Gemüse. Jedes Mehl, jede Butter und eine Jackfruit. Jedes Insekt. Tomaten, Guacamole. Spiegelei, jedes Ei. Aber da mache ich. Ich weiß, Mehl gehört in den Kühlschrank. Da mache ich mir dann, glaube ich, einen Kopf drum, wenn das soweit ist. Wenn wir sagen, wir wollen kochen. Dann mache ich mir, glaube ich, da einen Kopf drum. War ich schon mal drinne? Ein Käserad. Ich will gar nicht wissen, wie viel das wert ist. Uiuiui. Wir gucken mal, was wir hier so fangen können. Wir müssen halt auch immer noch irgendwo Fangkram finden.
Uns fehlen noch so viele Süßwasserfische. Aber wir fangen halt immer nur dieselben irgendwie. Weiß ich nicht. Wir fangen halt immer nur dasselbe Gewimsel. Gewimsel und Gebimsel. Kein Geist. Cricket ist weg. Das hätte ich kaputt machen können. Gut. Ach, den kann ich... Okay. Ich bin nur ein bisschen angeschlagen. Diese Angelposition hatten wir noch nie gehabt. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen. Okay, das ist ein Hardcore-Fisch. Das ist ein richtiger Hardcore. Das ist ein harter Fisch. Aber was auch immer das ist, der ist hart. Riesiger Schlangenkopffisch. Alter, finde, da hast du aber auch gemerkt, dass der hart war. Das ist doch ein seltener Fisch, oder nicht? Ich glaube sogar wirklich, war der nicht als seltener Fisch? Ich weiß es nicht. Aber ein Schlangenkopffisch, das erhöht das Leben meiner Digimon. Das ist wieder so ein selbes Ding. Das sieht man ja, den kriegst du spärlich hoch, den Lachs. Also Schlangenkopf ist ja kein Lachs. War knapp. Spendet. Nicht gespendet, aber ist auch nicht angeboten, okay. Krieg ich nochmal so einen Lachs? Schlangenkopffisch? Schlangenkopffisch-Lachs? Ja, das ist auch einer, der ist nur tot. Der ist schon wieder, das ist wieder was anderes. Goldfisch. Wir müssen gleich ins Bett. Dödel. Döbel. Döbel, Dödel, alles dasselbe. Kleiner Blick. Ich weiß nicht, ob wir davon irgendjemanden...
Nicht mehr bei seltenen Fischen ist der Schlangenkopf. Dabei war der so hart zu fangen. Frech. Verkaufe ich den halt. Die sind aber auch immer bis Maximum wach. Finde ich super. So, das Bier brodelt noch. So, ein Osmaniumbarren verkaufen. Der Rest war ja für nichts. Weil ich weiß, ob wir einen Dödel schon mal irgendwie hatten. Gespendet. Okay, wir haben tatsächlich noch keinen Dödel gespendet. Weißt du was? Nee, das lasse ich drinne. Damit ich weiß, dass wir morgen in eine Ding müssen. Ich behalte das Teil einfach in der Hand. Dann denke ich da garantiert dran. Ich kenne mich. Ich denke da garantiert dran. Ja. Ich gehe ins Bett. Oh, Tierzucht. Wow, maximale Ausdauer. Das ist echt bitter. Nur maximale Ausdauer erhöht um 3. Oh. Das ist gemein. Das ist gemein. So, der Riesenschlangenkopffisch ist 155 wert. Naja, der ist es nicht wirklich wert. Bergbau 1500 für den Barren. Wir haben 7 Stück davon. Das wird 10.500 machen. Schön. Wenn wir die verkaufen würden, was wir sowieso nicht tun. Wir verkaufen die eh nicht. So, Käserad. Nahrung, Hibiskus. Joghurt. Weizenmehl ist 80 wert. Ja, ob es das wert ist. Oder ob man sagt, man spart es lieber auf. Sei mal dahingestellt. Okay, wir haben auf jeden Fall wieder ein bisschen Geld gemacht. Das ist immer wichtig. Das Wichtigste hier in dem Spiel ist Geld machen. So, 8.500 dazu. Das heißt, wir sind dann wieder bei 35.000. Irgendwie kommen wir über die 30.000 nicht mehr so wirklich rüber. Weil wir immer irgendwo irgendetwas ausgeben. Aber jetzt haben wir, glaube ich, erstmal alles. Fürs Erste. Und dann gucken wir weiter. Wir müssen immer noch unsere Sichel aufwerten und alles. Und eigentlich, ja, weiß ich nicht. Wir haben ja auch noch gar nicht richtig Landwirtschaft betrieben im Sommer. Wir haben ja noch gar nichts richtig verkauft. Das muss man ja auch noch so sehen. Da kommt ja eigentlich auch noch die ganzen Früchte dazu. Na gut, aber für heute ist Schluss. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, dass ich dran denke, dass wir in der Mine weitermachen. Ich habe extra das Erz in der Hand, damit ich Bescheid weiß. Ich bete darum, dass ich intelligent genug bin. Wir müssen mir die Daumen drücken, dass das klappt, dass ich intelligent bin. Aber das wird schon. Okay. Cool. War das schon immer da? Ich weiß es nicht. Okay. Ich verabschiede mich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.